Meine geschätzten Lords und Ladies, vor kurzem musste ich mir endlich die Frage stellen, die wohl jeden Mann einmal im Laufe seines Lebens umtreibt. Und zwar schaffe ich es, innerhalb von 24 Stunden eine Tabletop-Armee fertig zu bemalen. Dieser Frage bin ich eines rauen Wintertages an meinem Schreibtisch hier nachgegangen und möchte heute mit euch zusammen das Ergebnis in diesem heutigen Video einmal rekapitulieren. Zuallererst mal könnte jetzt natürlich die Frage aufkommen, welche Sau hat mich da eigentlich geritten, mir so ein Unterfangen vorzuknöpfen? Und da kann ich euch sagen, ich hatte mir vor kurzem das Starter-Set von dem A Song of Ice and Fire Tabletop besorgt, also das Miniaturenbrettspiel aus dem Hause Game of Thrones, und hatte das ja auch hier auf YouTube dann ausgepackt, hatte so ein bisschen den Überblick gegeben über die verschiedenen Komponenten des Spiels. Und in diesem Moment hatte es mich gepackt. Ich wollte dieses Spiel so schnell wie möglich bereit machen, um es hier euch in Gänze, in seiner vollen Pracht quasi präsentieren zu können. Und das habe ich mir vorgenommen. Und der Weg bei all den Projekten war natürlich der gewesen, es einfach mal, wie man das natürlich so macht, in einem 24-Stunden-Stream auf Twitch zu bemalen. Denn ich muss gestehen, bei all den Burgentouren, bei all dieser Zockerei hier auf dem Kanal, da wurde Twitch in den letzten 2 Monaten leider etwas stiefmütterlich behandelt. Und deswegen habe ich hier die Lunte gerochen und mir gedacht, das wird das perfekte Comeback für diese Plattform hier. Und so sollte es dann auch sein. Eines frostigen, lebensfeindlichen Wintertages kratzte ich also meine Utensilien zusammen. Die Pinsel wurden nochmal fein säuberlich für die bevorstehende Queste fein justiert. Ein mannigfaltiges Farbensortiment wurde aufgetischt. All die Miniaturen wurden grundiert und vorbereitet. Und dann sollte es soweit sein. Allerdings muss ich hierzu noch sagen, zu der Vorbereitung, das war schon nicht ganz so einfach. Nämlich stand einen Tag zuvor, vor diesem 24-Stunden-Stream, noch die große winterliche Real-Life-Skyrim-Burgentour zu der böhmischen Egerburg an, dessen Ergebnis ihr euch im Übrigen ebenfalls an einem schönen Wintertag auf diesem Kanal reinziehen könnt. Ich wünsche beste Unterhaltung. Doch darum soll es nun nicht gehen. Ich habe mir von der Muße geküsst überlegt, wann wäre wohl der beste Zeitpunkt, diesen 24-Stunden-Bemalungsstream durchzuführen. Und ich muss sagen, es gab nie den perfekten Tag. Also jeder Tag hatte irgendwas, weswegen man irgendeine Ausrede hätte vorschieben können. Es gab einfach nie den perfekten Zeitpunkt, um zu sagen, jo, ich glaube, heute setze ich mich 24 Stunden am Stück hin und kitze diese kleinen Plastikmänner hier mit einigen Pferdehaaren aus dem erlesenen Pinselsortiment. Doch auch wenn es sich vielleicht nach Wahnsinn anhört, war ich hochgradig gewillt, mir diese Quest aufzuerlegen. Und so wurde dieser eine Tag auserkoren. Und einen Tag, nachdem wir den Zornstein bestiegen haben, ging es dann los mit dem Stream. Es war ursprünglich geplant, eigentlich um die zünftige Mittagszeit, 11 Uhr, besser vielleicht sogar 10 Uhr anzufangen. Aber durch den ganzen Stress in den Tagen vorher und die umtriebige Weihnachtszeit wurde eventuell, man munkelt, das komplette Setup für den Stream erst, ja, 10 Minuten bevor dieser starten sollte, aufgebaut. Ja, was soll ich euch sagen, meine Freunde? Das hätte man vielleicht mit etwas stringenterer Planung durchaus besser handhaben können. Aber es ist, wie es ist. Und es sollte kein Zurück geben an jenem Tag. Und diese Vorbereitung oder Vorbereitung sollte mir später noch auf die Füße fallen. Aber bleibt dran, meine Freunde, wir rekapitulieren diese letzten 24 Stunden nun gemeinsam. Mir ist nämlich überdies kurz vor dem Stream dann aufgefallen, dass ich noch nie einen gleichwertigen Stream auf die Beine gestellt habe und deswegen musste erstmal kurz zuvor im OBS die passende Szene gebastelt werden. Ich musste mir also Gedanken machen, wie möchte ich meine Kamera positionieren, wie möchte man mein holdes Antlitz im Bilde noch erblicken und wie wird das alles gehandelt, wo steht das Mikrofon, wie ist alles positioniert. Denn die Logistik ist dabei wirklich ein entscheidender Faktor. Alles muss hierbei wirklich gut erreichbar sein. Wenn deine Farben irgendwo auf dem Tisch da verkleistert rumstehen, dann wird es extra Zeit kosten und sich vielleicht am Ende doppelt so lang hinziehen, diese immer wieder zu erreichen in diesen ganzen repetitiven Arbeitsschritten. Deswegen musste hier mit Bauernschleue dieses ganze Setup arrangiert werden. Und das sollte dann auch soweit stehen. Ich hatte die Kamera direkt vor meinem Gesicht. Das war also nicht optimal.
Und zudem für die Energieverfügbarkeit wurden der Monster Gold 3 bereitgestellt im Kühlschrank. Und dadurch, dass wir vorher auf der böhmischen Burgentour noch unterwegs waren, gab es einige Hähnchen-Sandwiches. Mein Coach sollte davon besser nichts hören, aber sie haben mir wirklich vortrefflich über diese Zeit geholfen. Ein weiterer Aspekt, der in der Vorbereitung auf dem Stream natürlich von tragender Rolle war, war, sich Gedanken zu machen über die Farbschemata. Ich hatte bezüglich der Wahl, mit welcher Armee wir in dieses erste Bemalungsprojekt aus dem Hause Game of Thrones hier reinstarten, eine Umfrage auf Instagram, The Questing Night, geschaltet, auf die es eine rege Beteiligung gab und es kam relativ schnell heraus, dass am Ende mit 13% Abstand die Lannisters die Nase vorn hatten. Also war im Vornherein natürlich klar, wir brauchen Massen an Rot. Garniert mit etwas Gold, brauchen Silber bzw. Metallic für die ganzen Rüstungen und wir brauchen zudem einiges edel anmutendes Leder bzw. ein erhabenes Schwarz für die Stiefel oder Gürtelschnallen. Genug des Geplänkels nun, der Feldzug sollte alsbald starten und hierzu wurden natürlich auf digitalem Wege die Brieftauben in die Königslande entsandt, um die edlen Recken und holden Maiden alsbald zu erreichen und sich an der Tafelrunde, um den Stream zu versammeln. 13 Uhr zur Mittagsstund wurde also der Counter für die 24 Stunden gestartet und während der ersten Stunde des Streams versammelten sich bereits einige gern gesehene Gesichter aus dem Königreich. Und hierbei wurde der roten Farbe reichlich bemüht. Denn die erste Zeit diente erstmal dem Ganzen, dass die Gewandungen der Lannisters bemalt wurden. In der Auswahl der Miniaturen habe ich mich hierbei für die vordersten Fronten entschieden, sprich der Regimenter erste Reihe. Das bedeutet, wir hatten Bannerträger, wir hatten einige Hellebardiere, wir hatten einen Captain und einen Veteran der Lannister Guardsmen. Die Unterschiede zwischen besagten Miniaturen waren jetzt nicht riesig. Die Chefs hatten halt einfach ein bisschen mehr Plattenpanzerung, ein paar Goldornamente oder etwas mehr erhabenes Leder an ihren Körpern. Ich möchte hierbei zu diesem Video noch anmerken, dass ich jetzt in weiterer Folge nicht auf die kompletten einzelnen Bemalschritte eingehen werde, denn das soll, wie gesagt, eher diesen ganzen Stream und alles, was dazugehört, hier in adäquater Form rekapitulieren. Wenn ihr euch nun allerdings einige Bemaltutorials zu den Lannisters oder auch zu anderen Game of Thrones Armeen, die ihr noch in den nächsten Quests für den Thron folgen werden, wünscht, dann schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare hinein. Ich lese mir das natürlich alles durch und werde auch, sobald es die Zeit und auch die nächste Agenda hergibt, gerne darauf reagieren und euch hier noch einige Hilfe mit an die Hand geben und Kredenzen. Und sowieso, wenn euch gefällt, was ihr hier in diesem Video seht, dann erwägt doch einen Daumen und ein Abo zu geben. Das hilft enorm für Ehre. Die Zeit im großen Bemalprojekt schritt also sukzessive weiter voran. Dennoch ist hierbei zu erwähnen, dass sich direkt zum Anfang auch einige Dinge ergaben, die natürlich maßgeblich Zeit und Progression gekostet haben. Das war zum einen eben das Setup des Ganzen, dadurch, dass ich eben privat nicht um so eine komische Kamera in meinem Gesicht herummalen muss. Und damit nicht genug, musste ich natürlich die ganze Zeit darauf achten, diese kleinen Plastikmänner in der Linse und damit im Fokus der Kamera zu behalten. Da der Stream nämlich ansonsten nur mein pfirsichgleiches Gesicht hätte offerieren können. Und der zweite große Faktor, manch findiger Zuschauer hat sich's vielleicht schon gedacht, der zweite Faktor, der maßgeblich den Wirkungsgrad der Effizienz dieses Bemaltempos runtergesetzt hat, ist natürlich die Interaktion mit der geschätzten Community hier. Wir hatten sehr viel Spaß nebenbei im Chat, es wurde sehr viel Schabernack und Quacksalberei betrieben. Und ich kann jetzt schon mal verraten, dass wir bald noch einige Painting-Streams auf Twitch zusammen starten werden, denn die Starks müssen ja auch noch fertig für die Schlachtfelder von Westeros gemacht werden. In der zweiten Stunde des Streams schließlich, als bereits die Gewandung der Lannisters in einem kräftigen Rot erstrahlte, habe ich mich dann um die Rüstungen und die weiteren Uniformbestandteile, wie zum Beispiel die Stiefel oder die Lanzenschäfte, gekümmert. Es gab auch hierbei ein wildes Potpourri an Themen im Chat, was wir gemeinsam aufgearbeitet haben. Wir haben uns über Tabletop-Systeme unterhalten, über die verschiedenen Aspekte von Warhammer und was dieses Hobby einfach so königlich und fürstlich daherkommen lässt. Wir haben über die Witcher-Serie gesprochen und wie es die Entwickler tatsächlich geschafft haben, das ganze Ding gegen den Baum zu fahren, aber Thema für einen anderen Tag. Ein weiteres Thema, was ich auch sehr gefeiert habe, wo es noch sehr viel
Nachholbedarf und Sprechbedarf gab, ist natürlich die Rüstungen, denn die Lannisters waren ja größtenteils hier mit Schallern ausgestattet. Und da war es natürlich nur richtig und auch rechtschaffen, sich ein wenig über die deutsche Schmiedekunst im Hoch- und Spätmittelalter zu unterhalten. Einfach fürstlich, meine Freunde. Nachdem dann schon mal einiges an Arbeit an der Uniform und den Rüstungen erledigt wurde, ging es dann weiter mit den Bases. Da war es dann circa 15:30 Uhr gewesen, als die erste Erdpaste die Bases der Lannister-Soldaten geküsst hatte. Auch eine sehr schöne Abwechslung. Ich habe, wie gesagt, auch noch in den weiteren Stunden dann versucht, das Ganze ein bisschen abwechslungsreich zu halten, denn ich mag das nicht, wenn es so zu so einer Fließbandarbeit eben verkommt und man eben weiß, okay, ich bin mal jetzt 30 Mal genau das gleiche hintereinander. Deswegen habe ich versucht, ein bisschen zu variieren. Und ich meine, wir haben ja immerhin auch die Hellebardiere, wir haben die Guardsmen, wir haben einige Characters und wir haben auch die gefürchteten Männer des Berges. Die dritte und vierte Stunde wurde dann in den Captain, also in eine Galionsfigur dieses Regimentes investiert. Und ein wichtiges Thema kam unterdessen im Chat auf, nämlich haben wir uns über europäische Burgen unterhalten und da schalten wir doch direkt mal hier ins Studio und hören uns zum Beispiel einige Perlen aus dem Stream hier an. Bitte. Und da schaue ich doch jetzt mal, wie viel so eine Burg kostet. Und da habe ich in Frankreich eine richtig geile Burg gefunden. Die kostet nur 1,2 oder 1,3 Millionen. Und halte ich fest, du hast dazu einfach einen Weinberg mit, ich glaube, 2 Millionen Quadratmeter Fläche. Komplett irre. Also für das Geld kannst du nicht liegen lassen. Auch hier erübrigt es sich wohl, dass da in nächster Zeit noch einige Male dieses Thema aufgetischt werden wird. Zusammen mit etwas Tabletop-Genuss. Perfekt. Nach 4 Stunden war es dann Zeit für die erste Pause und ich muss dazu sagen, es wurde bis dato nur Wasser konsumiert. Es gab also noch keinen Monster Gold, der sollte erst für den nächsten großen Meilenstein aufgespart werden. Nach dieser kurzen Pause war also der Tag des Streams bereits in die frühen Abendstunden fortgeschritten und wie es eben zur Winterzeit ist, wird zeitig dunkel, es wird ordentlich kommod und eine gewisse Gemütlichkeit stellt sich ein. Und um hier mal wieder etwas Variation reinzubringen, habe ich mich dann dafür entschieden, die Männer des Berges anzugehen. Eine furchterregende Truppe von Raubrittern, die eben auch auf dem Schlachtfeld diesen düsteren Eindruck unter die Reihen der Feinde bringen wollen. Passend hierzu wurde unter den Aristokraten in den Twitch-Generalrängen dann ausdiskutiert, was denn die beste Jahreszeit ist. Und ich meine, das können wir ganz schnell abkürzen. Natürlich wissen wir alle, dass der Herbst die beste Jahreszeit ist. Ist doch klar. Da lasse ich gar keinen Diskurs hierzu. Natürlich ist der Herbst. Ebenfalls muss natürlich nochmal das Ende der Game of Thrones Serie zur Sprache kommen. Ich werde an dieser Stelle hier nicht spoilern, aber es gab auf jeden Fall einige kontroverse Meinungen dazu. Da am besten in den nächsten Streams mit dabei sein, dann können wir das Ganze auch gern nochmal weiter diskutieren. Tranquilität sollte sich allmählich breit machen, als der Stream zur 9. Stunde schlug. Die Männer des Berges waren nun nach 4 Stunden unablässiger Arbeit fast fertiggestellt. Man muss dazu sagen, sie bestehen halt auch fast nur aus Metall und einigen Lederelementen, aber es war trotzdem sehr, sehr spaßig, etwas Farbe auf sie aufzutragen. Denn wer hätte es vermuten können, aber ich mag einfach diese klassische Ritterästhetik und deswegen auch eine meiner Lieblingstruppen. Ich habe sie bereits einmal auf dem Schlachtfeld erlebt, aber puh, red mal da am besten heute mal nicht drüber. Also das war wirklich brutal. Brutal. Und auch wenn augenscheinlich in den Gefilden bereits die Ruhe einkehrte, so war der perfekte Moment für den ersten güldenen Monster, den Nektar der Götter gekommen. Und so entbrannte auch hier die Diskussion, eine wichtige politische Grundsatzdiskussion, Monster oder Rockstar Gold. Wenn ihr hierzu eine fundierte Meinung aufweisen könnt, dann haut mir diese doch gerne unten in die Kommentare und dann werden wir hier nochmal eine wegweisende Diskussion starten. Mal schön seine Trinkgefäße. Also ihr seht schon, am besten mal auf Twitch vorbeischauen, da wird noch einiges kommen. Wie ich bereits habe anklingen lassen, alle Links findet ihr natürlich unten in der Beschreibung.
Gönnt euch. Nach 10 geschlagenen Stunden des beflissenen Pinselschwingens stellten sich dann auch die ersten Schmerzen im Schultergürtel ein. Es war eigentlich komplett abzusehen, denn bereits bei kürzeren Sessions, und ich muss dazu sagen, in meiner Vorstellung ist eigentlich die Mindestdauer einer Painting-Session um die 3-4 Stunden, denn sind wir doch ehrlich, unter 3 Stunden lohnt sich's doch überhaupt nicht, die ganzen Farben hinzustellen, Wasser zu holen, die Nasspalette aufzuladen. Deswegen mindestens 3-4 Stunden sollten's schon sein. Doch bereits diese 4 Stunden reichen oft aus, um zu einigen Nackenverspannungen zu führen. Und so wurden die Schmerzen immer schlimmer. Und ich merkte bereits auch durch dieses unablässige Gelaber meinerseits, dass zum einen mein Hals etwas zu kratzen anfing, als ob wieder einige Halsabschneider auf dem Weg in die böhmischen Gefilde unterwegs waren. Und zum anderen auch wurden die Schmerzen im Rückgrat immer schlimmer. Eine richtige Lösung dafür gab es natürlich nicht, außer sich halt irgendwie abzulenken, so ab und zu ein paar sporadische Dehnübungen zu machen, aber auch dieser nicht zu viele, denn geht ja alles von der Zeit weg und die Challenge war trotzdem weiter aktiv. Zudem wurden um diese Stunde nochmal die ganz heißen Eisen hier aus dem Feuer rausgeholt. Wir haben uns zum einen unterhalten über brandaktuelle, cybersicherheitsrelevante Themen. Also wie gesagt, ich traue der ganzen Sache nicht. Ich vergesse lieber meine Passwörter und mache mir 20 neue Accounts. Und zudem sah ich mich in der Position, als verheirateter Rittersmann den Jungspunden noch einige Tipps für die Welt der Frauenzimmer mit auf den Weg zu geben. Und dann schön nach Hause kommen, hier so ein, oh, so ein Wildschwein auf den Tisch werfen und ich habe Kuchen gemacht. Lass mal so richtig den Tisch damit durchschmettern. Perfekt. Das fand ich shit, bin ich ehrlich. Aber ansonsten übel gut. Das solltet ihr auf jeden Fall zu Hause nachmachen. Aber das habt ihr nicht von mir, für den Fall, dass euer Leben ruiniert. Zudem durfte ich natürlich als Questing Knight meine große Pflicht nicht vernachlässigen, meinen ganzen Freunden, Offizieren, Generälen und Primarchen noch einen metaphorischen Kuss auf die Stirn mit auf den Weg zu geben und diese ins Bett zu bringen, zuzudecken und an ihrer Stadt zu wachen. Bis die hiesige Turmuhr also zur Mitternachtsstund schlug, wurde noch einige Arbeit an den Männern des Berges hierbei verrichtet. Natürlich gibt es auch hier immer einige Aspekte, beziehungsweise auch so kleinere Details, die einem erst im Laufe der Reise dann auffallen und überall an der Miniatur auftauchen. Da musste sich noch um einiges gekümmert werden. Und auch bei den Lannister-Hellebardieren und Bannerträgern zeigten sich immer noch mal einige Stellen, wo noch mal nachgearbeitet werden musste. Ich hatte ja gesagt, das Ziel dieser 24 Stunden wird sein, die Figuren Tabletop-ready zu machen. Also für die, die jetzt nicht ganz so tief in der Szene vielleicht drin sind, bedeutet halt einfach, dass du was halbwegs Ansehnliches für die Tischplatte hast, wofür du dich vielleicht nicht unbedingt schämen musst. Aber mein Anspruch ist dann natürlich auch ein bisschen höher, als zu sagen, da müssen einfach nur ein paar Grundfarben drauf geklatscht werden. Und deswegen kann ich mir wohl auch eingestehen, dass dieses Ziel wohl von Anfang an etwas hochgegriffen war. Aber es ist gerade mal Halbzeit. Das Glockengeläut hat zur 12. Stunde des Tages geschlagen. Und wir gehen natürlich weiter vorwärts und aufwärts. Und auch die Männer des Berges sollten natürlich eine adäquat gestaltete Base bekommen, die so ein bisschen diesen entweihten Gottesacker zeigt, den sie mit Blut der Feinde tränken. Und da es sich bei ihnen ebenfalls um ein 12-Mann-Regiment handelt, die dann über diese Movement Trays über das Schlachtfeld bewegt werden, gab es da natürlich auch einige Fläche, die mit dieser Erdpaste bearbeitet werden musste. Und während dieser Arbeit zeigte sich, dass in diesem Stream auch mal wieder einige zeitlose Rohdiamanten geliefert wurden. Es wurde sich also auch an jenem Tage nicht lumpen gelassen, was die küchenpsychologischen Weisheiten betrifft. Man denkt immer, man wird alt, aber dann sieht man so zum Beispiel seine Eltern oder was schon zu Leute, die vielleicht 40 oder 50 sind. Und die leben irgendwie auch ihr bestes Leben. Und dann denke ich mir wieder so, ach, weißt du, irgendwie in jeder Lebenslage findest du dann einfach irgendwas, was dich halt einfach gut fühlen lässt. Deswegen denkt man irgendwie immer, es ist vorbei. Ja, ist man vielleicht 20, denkt man, ah, scheiße, die Jugend ist vorbei. Ist man 30, denkt man vielleicht, ja, jetzt ist irgendwie die beste Zeit vorbei. Aber irgendwann, ich denke, dass der Schalter legt sich dann irgendwann wieder um. Vielleicht, keine Ahnung, mit 40 oder so.
Und dann denken wir so, geil, jetzt habe ich irgendwie erstmal die Lebenserfahrung, jetzt weiß ich, wovon ich hier rede. Und dann, ja, beginnt da irgendwie wieder so eine goldene Zeit. Ich muss hierbei betonen, da ich an jenem Tage zu einer normalen christlichen Uhrzeit aufgestanden bin und früh noch ein brachial brutales Schultertraining im hiesigen Eisentempel absolviert habe, wurde auch ich von der Müdigkeit alsbald heimgesucht. Aber aufgeben war keine Option. Deswegen hieß es einfach, neue Miniaturen, neue Farben, neue Umgebung, um wieder etwas frischen Wind in die ganze Sache zu bringen. Und deshalb kam ich auf die glorreiche Idee, passend zum ersten konsumierten Monstergold einige goldene Detailarbeiten kurz nach der Geisterstunde zu absolvieren. Wahrscheinlich hatten mich die zu bearbeitenden Golddetails ziemlich angefixt, denn ich kam dann auf die Idee, zwischen 1 und 3 Uhr nachts die ganzen Details an den Mänteln noch weiter in Angriff zu nehmen. Hierbei habe ich mir dann Sandry Dust genommen und habe diese ganzen Kanten bzw. den Saum der Gewandungen nachgezogen. Und auch das war eine ziemliche Millimeterarbeit und ja, das hat sich schon wie Malochen angefühlt, muss ich zugeben. Aber es machte sich eben auch ein deutliches Ergebnis danach bemerkbar und das motivierte auch noch für die weiteren Stunden. Was tat ich nun also? Alleine saß ich in der Dunkelheit, alle meine Freunde schliefen den Schlaf der Gerechten und ich hielt als einzelner Wachmann noch die Stellung, den Pinsel fest umschlossen in der Eisenfaust und kämpfte mich durch Regimenter an kleinen Lannister-Soldaten. Die Schmerzen drohten mich ein ums andere Mal zu übermannen, doch ich musste standhaft bleiben. Ich richtete mich auf, machte mein Kreuz gerade und richtete den Blick entschlossen auf die Nasspalette, die vor mir stand. Die Stunden verstrichen teilweise quälend langsam, als ich mich durch Waffen, Banner, Gambesons, gelbe Mäntel und schwarze Intarsien der Männer des Berges hindurchrang. In der dunkelsten Morgenstunde, kurz bevor der Zeiger der Turmuhr die 5 passierte, entschied ich mich wieder, den Bases zu widmen und hierbei wurde kräftig geschadet und es wurde mit Zunahme der Trockenbürsttechnik einige Effekte erzielt, um die ganze Szenerie wie ein typisches europäisch-mittelalterliches Schlachtfeld anmuten zu lassen. Zudem wurde im stillen Stoizismus der letzte der drei Monster inhaliert und auch eine Bilanz von drei Chicken Sandwiches aus Böhmen konnte ich aufweisen zu jener Stund. Und verzeiht mir bitte diese saloppen Geflogenheiten, aber ich fühlte mich beschissen. Mein kompletter Körper tat weh, meine Hüftbeuger fühlten sich verkürzt an, die Schmerzen meines ächzenden Nackens zogen sich bereits bis in den Hinterkopf hinauf und es war noch kein Ende in Sicht, denn dadurch, dass ich so spät angefangen hatte mit meiner tölpelhaften Vorbereitung, sollte ja das ganze Unterfangen noch bis 13 Uhr andauern. Und auch wenn es sich so anfühlte, als alsbald die Welt da draußen wieder zum Leben erwachte und ich hörte, wie die ersten Straßenbahnen und Autos vorbeifuhren, so wusste ich, du wirst noch eine lange Zeit sitzen, Questing Knight. Die letzte konsumierte Energiepatrone sollte auch nur noch dafür sorgen, dass sich einfach nur mein Herzschlag verschnellerte, während mein Körper weiterhin ausgebrannt schien. Und lasst euch gesagt sein, meine Freunde, ich würde lügen, wenn ich nicht ein ums andere Mal daran gedacht hätte, einen Rückzieher zu machen, auf dem Absatz kehrt zu machen und diese Queste abzubrechen. Denn was hatte ich zu verlieren? Nur meine Ehre. Doch das sollte schon ausreichen, um auch durch die Motivation der ersten erwachten Recken um diese Zeit neuen Mut, neue Kampfeskraft zu schöpfen und die Sache weiter voranzutreiben. Mit der geballten Macht der Kohlenhydrate, welche aus drei Hähnchensandwiches absorbiert wurden, ging es also schnurstracks auf die Zielgerade. All der Schmerz und die Verzweiflung aus der finsteren Nacht waren alsbald vergessen, als ich die ersten Edelleute wieder im Chat begrüßen durfte, die mir auch zünftig Feuer unterm Hintern machten, dieses Ding zum Abschluss zu bringen. Gegen 9 Uhr morgens wurde dann der Berg, Gregor Clegane, dieses Fleischmonster von einem Mann in Angriff genommen. Und hierbei wurde natürlich einiges an silberner Farbe für die Rüstung aufgewendet. Es wurde auch ziemlich viel Gelb benutzt, um diese typische deutsche gotische Heraldik zu repräsentieren. Das Ganze hat natürlich auch wieder mehrere Schichten in Anspruch genommen. Deswegen zeichnete sich ab, dass diese Armee
nicht spielbereit ist nach 24 Stunden. Doch dennoch sollte die Sache natürlich, als wir so weit gekommen waren, zu einem sauberen Abschluss gebracht werden. Deswegen wurden nochmal kleine Korrekturen vorgenommen. Es wurden noch Farben gekräftigt, es wurde Tusche aufgetragen, um der Miniatur auch in weiterer Folge mehr Kontrast zu geben und diesen typischen erstrebenswerten 3D-Effekt zu schaffen. Und ich muss dazu sagen, obwohl es mir am Anfang sehr, sehr schwach vorkam, was ich an diesem Tage erreicht habe, so habe ich mir doch bei näherer Betrachtung dann eingestanden, dass es doch ein adäquates und glorreiches Ergebnis für die Stunden sind, wenn man eben die Faktoren vom Anfang bedenkt, die das Ganze eben auch in der Progression erschwert haben. 2 Stunden vor Ende des großen Malochens kam ich dann auf die sehr schlaue Idee, wohl durch diesen akuten Schlafmangel induziert, jetzt um die Zeit wäre wohl der perfekte Moment, einige Gesichter zu bemalen. Und die Tabletop-Genießer, die des Öfteren mal den Pinsel über die Gesichter dieser kleinen Plastikmänner schwingen, die wissen hier natürlich, wovon ich rede. Das kann durchaus gruselig sein. Da will man seine Gedanken zusammennehmen, da will man den vollen Fokus und die Konzentration auf diese Aufgabe richten. Und nach 22 Stunden durchgängiger Malerei ist das vielleicht nicht die beste Idee. Aber ich würde sagen, es wurden halbwegs annehmbare Ergebnisse hierbei erzielt. Jeder hat einige Gesichtskonturen bekommen und ich finde, das Ergebnis kann sich letztlich auf der Platte auch durchaus sehen lassen. Kurz vor der Ziellinie war ich dann natürlich auch etwas angefixt und habe mich dann noch an den Details versucht. Hierbei wurden Umgürtungen der Rüstungen, der Harnische gemacht, um eben ein vollständig tabletop-bereites Bild zu präsentieren. Und in diesen Momenten habe ich mir letztlich auch eingestanden, dass vielleicht nicht die komplette Armee jetzt brilliert werden kann, aber dass zumindest einige Aspekte an den ja, ausgewählten Miniaturen, und es war ein schöner, diverser Blumenstrauß mit den Männern des Berges, mit den Hellebardieren, mit den Bannerträgern und mit den Captains und dem Berg, ja dann einfach jetzt in den nächsten Quest für den Thron auch noch zur Perfektion getrieben werden kann. Ich werde hierzu noch ein paar Folge-Updates geben, aber zurück zu den letzten Momenten des 24-Stunden-Streams. Unter tosenden Fanfaren wurden dann in den letzten 20 Minuten nochmal eine kleine Parade durchgeführt. Es wurden alle Miniaturen gezeigt, es wurden nochmal so ein bisschen die Techniken von mir erklärt. Ich habe drüber geredet, welche Farben zum Einsatz kamen, was ich mir dabei gedacht habe, wie die Heraldik am Ende aussehen soll und wie auch eine gewisse Kohärenz zwischen den verschiedenen Regimentern bestehen soll. Natürlich nagte es nach wie vor an mir, dass ich eben nicht die komplette Armee geschafft habe, aber das wäre ein absolutes Himmelfahrtskommando geworden. Und es ist sowieso die Frage, wie realistisch das Ganze war. Es gibt ja sowieso auch unterschiedliche Definitionen von Tabletop-Standard, Parade- oder Vitrinen-Standard. Und ich habe da eben schon sehr, sehr hohe Anforderungen. Und um diesen wohl gerecht zu werden, sind einfach 24 Stunden nicht genug. Wobei man natürlich auch diese ganzen erschwerenden Bedingungen und Faktoren noch bedenken muss. Nun also zum Fazit. Meine Freunde des ruhmreichen Strebens, es wurden in diesem Stream insgesamt ein komplettes Regiment der Männer des Berges bemalt. Hierbei haben wir die Rüstungen soweit fertig gemacht. Es gab auch ein Experiment mit Dirty Down Rust, was ordentlich nach hinten losgegangen ist. Ich habe mich mittlerweile etwas schlau dazu gemacht und werde das Ganze dann auch nochmal neu bearbeiten. Klar, der Kollege muss jetzt neu bemalt werden, aber es ist überhaupt kein Problem. Und wenn ihr euch vielleicht fragt, wie man mit diesem flüssigen Talent hier einige bahnbrechende Ergebnisse liefern kann, dann werde ich auch hierzu gern nochmal ein Tutorial in nächster Zeit machen, wo ihr dann auch meinen großen Fehler vermeiden könnt. Allerdings sei hierbei weiterhin zu sagen, dass wir bei den Männern des Berges schon mal sehr viele Detailarbeiten abgeschlossen haben, die sich jetzt natürlich im Nachgang erübrigen. Klar kann man hier noch einige Effekte zur Anwendung bringen. Ich hatte mir sowieso überlegt, dass sie durch dieses raubritterhafte Dasein noch so ein bisschen blutverschmiert, noch ein bisschen öliger, dreckiger daherkommen sollen. Da wird noch einige Effektarbeit reinfließen. Das fertige Ergebnis seht ihr natürlich alsbald auf dem Kanal. Und was die anderen Miniaturen betrifft, zum Beispiel bei den Bannerträgern, ist noch einiges offen, denn das Gold, was ich an jenem Tage zur Verfügung hatte, war dann doch ein bisschen zu dickflüssig, dadurch, dass schon sehr, sehr viel der Farbe entnommen wurde. Da ist Neues bestellt, da geht es jetzt alsbald weiter. Und dann bin ich schon sehr beflissen und bestrebt und freue mich darauf, euch ein glorreiches Endergebnis im vielleicht ersten Battle Report
der bald hier erscheinen wird, präsentieren zu dürfen. Ich denke, dass die vordere Front der Regimenter, die wir jetzt hier haben, wir haben ja die drei Bannerträger, den Captain und eine Front aus Hellebardieren, dass die schon mal ein sehr gutes Bild ergeben werden. Da sind natürlich auch vorne dran am Block der Formation natürlich ein gewisser, Achtung, Neudeutsch, Eyecatcher sein werden. Deswegen finde ich es überhaupt nicht verkehrt, dass hier ein bisschen mehr Arbeit reingeflossen ist. Bei den anderen hingegen, wobei, wahrscheinlich wird genauso viel Arbeit reinfließen, sind wir ehrlich. Es darf ruhig seine Zeit dauern. Es war, wie gesagt, ein Experiment. Ich hatte keine Vorstellung, wohin mich das führen wird. Es war eine Challenge, es hat Spaß gemacht. Ich hatte eine geile Zeit mit euch, mit allen hier zusammen als Community. Es war ein geiler Austausch und dieser ganze Schabernack, der getrieben wurde, der soll auch gar nicht zum Nachteil sein. Er war vielleicht schlecht für das Projekt an sich, aber für das eigene Seelenheil war es einfach ein himmelhochjauchzender Moment, jedes Mal, wenn ein neues Thema hier aufgegriffen wurde. Zum zweiten Teil des Fazits könnte ich mir jetzt die Frage stellen, wann wird der nächste 24-Stunden-Stream sein? Und ich sage ganz ehrlich, 24-Stunden-Stream wird es vielleicht in der Form eher nicht mehr geben, aber eben kleinere Streams, vielleicht 3, 4, 5, 6 Stunden. Das ist durchaus adäquater, um zum einen die Konzentration hochzuhalten, denn ich habe währenddessen vor allem auch gemerkt und daraus gelernt, dass die ersten Stunden wohl die produktivsten waren und natürlich die Leistungsfähigkeit und die Konzentration auch rapide gerade in den Nachtstunden dann abgenommen hat. Und deswegen hätte man wahrscheinlich, was in den letzten 8 Stunden zustande kam, wohl auch in 2 konzentrierten und geistig frischen Stunden fertigstellen können. Zum weiteren Ausblick der Quest für den Eisenthron sei nur noch zu sagen, dass jetzt in den nächsten Tagen die Lannisters fertig gemacht werden. Wie gesagt, wenn ihr hier bei Tutorials haben wollt, ich werde die Charakter zum Beispiel präsentieren, ich werde die fertigen Regimenter nochmal präsentieren. Aber wenn ihr Tutorials haben wollt, sei es zu Base-Gestaltung, sei es in Uniform, sei es zu Techniken wie dem Layering, dem Trockenbürsten, dann haut's mir doch einfach alles in die Kommentare. Ihr wisst doch Bescheid, wie es läuft. Ich freue mich drauf. Und ja, bald geht's mit den Starks weiter. Ich werde auf Instagram rechtzeitig ankündigen, wann da die ersten Streams starten werden. Und dann gehen wir die zeitnah an. Und dann hoffe ich mal, dass wir pünktlich im neuen Jahr dann auch hier 2 fertige und Tabletop, wahrscheinlich eher paradebereite Armeen auf dem Tisch haben werden, die sich hier in Inbrunst gegenüberstehen. Und dann natürlich werde ich euch den ersten Battle Report kredenzen. Das wird eine glorreiche Zeit. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Deswegen schließt euch dem Feldzug an. Kommt herein ins Königreich. Nehmt am Bankett teil. Und da bleibt mir nur noch zu sagen übrig, folgt mir nach in ein goldenes Zeitalter des Tabletop-Genusses. Meine Freunde, das war's von mir heute für dieses Recap des 24-Stunden-Lannister-Painting-Streams. Ich hoffe mal, euch hat's gefallen. Vielleicht wart ihr ja auch mit dabei gewesen an jenem Tage. Ich denke, hier für den heutigen Tag ist alles gesagt. Deswegen, wir sehen uns hier bei Questing Night TV wieder dieser Tage. Keine Frage.